Kleiner Fototrick, wie man besondere Fotos macht mit heutiger Technik und wie man so heutige Gimmicks nutzt und wie man vielleicht auch so ein bisschen um Drohnenaufnahmen rumkommt und nicht nur um Drohnenaufnahmen herumkommt, sondern richtig geile Qualität von der Luft aufnehmen kann. Und zwar habe ich hier eine sogenannte Tonangel. Das hier ist ein Stativ, was kein normales Stativ ist, weil es hat keine Füße oder man kann es auf jeden Fall nirgendwo hinstellen und es ist sehr leicht gebaut für Tontechniker, die normalerweise da so Tonmikrofonangelkörbe über die Protagonisten eines Filmes zum Beispiel oder eine Reportage halten. Ich habe das Ganze ein bisschen umgebaut. Ich habe hier eine Superklemmrand gebaut mit einem kleinen billigen Halter für Handys und ich habe hier vorne, ich mache mal kurz zusammen, einmal aufdrehen. Ich habe da vorne noch einen kleinen Manfrotto-Kugelkopf reingeschraubt, den kann man hier sehen. Ja, das hier, der ist also ein Kugelkopf, womit man, ich muss ein bisschen aufpassen, weil das Handy nicht perfekt drin sitzt in dieser Halterung, damit man die Kamera in alle Richtungen biegen kann. Und was mache ich jetzt? An dieser Lumix S5 habe ich eine Wi-Fi-Steuerung. Und diese Wi-Fi-Steuerung erlaubt mir, den Live-View auf dem Handy zu sehen und auch vom Handy zu belichten, alles einzustellen und auszulösen. Also was ich mache ist, ich schraube das einfach in so einem 45-Grad-Winkel, fahre diese Tonangel komplett aus und komme dann locker mit meiner Körperhöhe in 4 Meter Höhe. Und in 4 Meter Höhe kann man fantastische Aufnahmen machen. Vor allem kann man die Aufnahmen machen auch gerne zur Mittagszeit. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil dann sind die eigenen Schatten der Kamera manchmal drin. Also die muss man absichtlich so platzieren, dass man die ganz leicht rausreduzieren kann mit Photoshop. Aber dann hat man ein hochfrontales Licht. Also muss man vielleicht ein bisschen verstehen. Am Boden im Studio fotografiere ich so und habe mein Licht hier. Hochfrontal. Wenn ich jetzt die Mittagssonne so stehen habe und ich fotografiere auf den Boden. Dilo musste gerade niesen. Hier kommen auch gerade echt ordentlich Pollen und Staub und sowas durch die Gegend geflogen. Ne? Wenn ich also von oben fotografiere und die Kamera so habe, dann habe ich wieder ein hochfrontales Licht für die Kamera. Also, weil ich ja nach unten fotografiere und die Lichtquelle auch nach unten scheint, die Sonne. Und es gibt ein mega geniales Licht. Ich habe mir jetzt hier so eine Position am Pool rausgesucht, wo man so Rot und Blau kombinieren kann. Ist natürlich ein tolles Foto und man muss sich nur einfach hinlegen als Model und muss sich ausstrecken und nichts machen. Alles andere macht sozusagen die Kamera. Man kann es alleine machen, aber wenn man natürlich jemandem hilft, der zum Beispiel auslöst oder der so ein bisschen aufs Posing achtet, dann ist es besser und wir haben die Sarah hier dabei. Deswegen nicht fragen, warum die Sarah gerade ausgelöst hat. Es wäre blöd, die Bilder schlechter werden zu lassen, wenn man doch jemanden hat, der dann zusammenarbeiten kann. Dann kann ich mich auf die perfekten Linien konzentrieren. Und da auch wieder, es gibt zwei Varianten, die ich mache. Entweder ich mache wirklich akkurate Linien oder ich mache wirklich Diagonalen. Das sind zwei Fotos, die wir gemacht haben, die komplett unterschiedlich sind, aber die so cool sind. Also, ich finde, so eine Tonangel, hier übrigens von Neuer, ist nicht, das meinte ich mit dem Handy, man muss aufpassen, dass man es nicht über Kopf positioniert. Und vielleicht, das muss ich ehrlich sagen, das ist so, ich glaube, das Billigste vom Billigen, was das Handyhalterung betrifft. Da werde ich jetzt aber upgraden. Also das stört mich so richtig, weil da habe ich immer Angst, dass irgendwas rausfällt. Aber im Generellen ist das so richtig, richtig stabil. Da passiert auch nichts. Da fällt nichts ab. Man kann alles, das ist einfach toll. Macht Spaß. Wenn man die Tonangel auch zumacht. Tschüsschen, viel Spaß beim Fotografieren und vielleicht macht man einfach mal ein paar mehr Fotos aus der Luft. Ohne Genehmigung, ohne irgendwelche Fluglehrerlizenzen, ohne irgendwelche sonst was. Einfach nur, weil man die Kamera an dem Stativ nach oben hält. Tschüsschen. Ah! Halt. Und wer richtig was lernen möchte, der guckt einfach mal bei uns auf store.grohler-gers.com. Da gibt es ganz viele Videotutorials rund um Lichtsetzung und Co. Und da gibt es super tolle Sachen. Vor allem auch das Scouting Light. Das ist eine super tolle Sache. Tschüsschen, aber jetzt wirklich.